Und am Tag der Auferstehung zeigt ihm Allah einen großen Berg von Hasanat. Er sagt, ja Rab, von wo habe ich das? Dann sagt er ihm, von dieser Spende. Eine kleine Spende, aber mit gutem Absicht hat Allah al-Baraka gemacht, vervielfältigt. Und manche geben 1 Million Euro, 1 Milliarde Euro, 1 Million Euro hier. Aber die Absicht war nicht für Allah. Die Absicht war für Augendienerei, für Lob der Menschen. Wallahi, Allah nimmt davon keinen einzigen Cent. Und das, was Sheikh al-Imam al-Nawawi gemacht hat, der Mann hat das vom Herzen gemacht. Deswegen sagen die Ulama, هذا كتاب مبارك. Das ist ein gesegnetes Buch. Und deswegen sage ich euch, Montagsunterricht ist auch Mubarak. Wir nehmen auch al-Baraka von diesem Buch, insha'Allah ta'ala. Das war eine kleine Einführung. Aber wir wollen weiter und unsere Karawane geht weiter, dass wir lernen. Aber unsere Vereinbarung, wir haben hier einen Vertrag abgeschlossen. Jetzt die Neuen müssen das wissen. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Und der diesen Vertragsbedingungen nicht akzeptiert, da gibt es ein Problem. Dieser Vertrag lautet, wir hören die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam und wir bemühen uns, das zu praktizieren in unserem Alltag. Nicht, dass wir heute wie Märchen hören, ach schön und das war's und dann vergisst du das beim Rausgehen. Deswegen, ich sage euch nicht, Bedingung ist, dass du alles praktizierst, weil jeder hat ein Niveau, aber Bemühung, dass jeder von uns sich bemüht, diese Worte zu verinnerlichen und in Tat umzusetzen. Möge Allah Ta'ala uns dabei helfen. Inshallah Ta'ala machen wir jetzt den nächsten Hadith. Hadith 361. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم حديث اسمه مسلم überliefert von أبو هريرة überliefert dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte es war ein Mann der sich auf dem Weg gemacht hat zu einem anderen Dorf, extra um einen Freund, einen Bruder, also einen Freund zu besuchen. Dann hat Allah Ta'ala ihm auf seinem Weg einen Engel geschickt, in einer menschlichen Gestalt, sodass er gar nichts merkt. Engel. Hadith ist authentisch. Dann hat Allah Ta'ala ihm einen Engel geschickt. In einen menschlichen Gestalt. Da kam der Engel und fragte ihn, Aina turid? Wohin willst du? Er sagt ihm, Uridu akhalli fi hadhihi al-qarya. Ich will einen Bruder, einen Freund in diesem Dorf besuchen. Dann sagte er ihm, hast du Schulden? Musst du ihm etwas zurückzahlen? Musst du ihm etwas geben? Habt ihr Geschäft miteinander? Habt ihr etwas, Business oder irgendetwas? Er sagt ihm, nein. Aber eins, ich liebe ihn vor Allah. Der Mann ist aber, was? Er ist aufrichtig. Er sagt, ich liebe ihn vor Allah. Möge Allah Ta'ala unsere Liebe untereinander stärken. Denn so viel Lohn kriegst du. Er sagt ihm, ich liebe ihn für Allah. Dann sagte der Engel, der in menschlichen Gestalt ist. Er sagt ihm, hör zu, ich bin ein Gesandter Gottes zu dir, ein Engel. Und ich möchte dir mitteilen, eine Mitteilung, nicht aus Weißen Haus, nicht aus, weiß ich nicht, aus dem Kanzleramt, sondern eine Mitteilung von über den Thron, von dem allmächtigen Gott. Diese Mitteilung lautet, Allah
liebst dich, weil du deinen Bruder für ihn liebst. Nochmal, er hat die Liebe von Allah gewonnen, weil er aufrichtig ist bei der Liebe zu seinem Bruder. Guckt mal, wie solche Sachen einfach im Leben, im Alltag vernachlässigt werden. Und man und auch das mit dem Besuchen. Und was ziehen wir erstmal von dem Hadith aus, als Lehren? Erste Lehre. Kann ein Mensch einen Engel sehen? Ja. Ein Mensch kann einen Engel sehen. In welcher Art und Weise kann ein Mensch einen Engel sehen in seinem wahren Gestalt? Wallahu a'lam, das können nur die Propheten und die Gesandten. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat Engel gesehen. Er hat Jibril alaihi salam gesehen. Aber Engel in einer menschlichen Gestalt, also der Engel kann einen menschlichen Gestalt, also das heißt, er kann sich umwandeln. Genauso wie der Djinn. Er kann sich auch umwandeln. Aber der Djinn, können wir den Djinn sehen? Nein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im Koran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarum. Sie sehen euch, aber ihr könnt sie nicht sehen. So hat Allah diese Gesetze in der Erde gemacht. Aber wir können sie sehen, nur wenn sie sich umwandeln. Zu Tieren oder zu Menschen. Also das ist Nummer eins. Man kann einen Engel sehen in menschlichen Gestalt. Und Sahaba haben oft Engel gesehen und sie wussten nicht, dass das Engel sind. Einmal waren sie sitzend mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab hat das überliefert, Hadith ist bei Bukhari. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Er sagt, eines Tages waren wir sitzend mit dem Gesandten Allahs. Auf einmal, stellt euch mal vor, auf einmal kam ein Mann mit ganz schönen weißen Kleidung, ganz weißen Kleidung und mit schwarzen Haaren. Und man sieht an ihm kein Zeichen des Reisenden. Also er ist kein Reisender oder Durchreisender. Und keiner von uns kennt ihn. Besonders im Dorf. Jeder kennt jeden. Er sagt, keiner kennt ihn. Und dann kam er. Und er kam vorne. Und er saß vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er machte seine Knie an die Knie von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam so zusammen. Und er legte seine Hände auf den Schenkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, ja Muhammad, o Muhammad, achbirni an al-Islam. Was ist Islam? Und alle hören. Er sagt, al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqima al-salah, wa tuqtia al-zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta. Dass du Glaubensbekenntnis sprichst, kennen wir, Gebet verrichtest, Zakat entrichtest, Ramadan, also Fastenmonat fastest und dass du die Pilgerfahrt machst. Er sagt ihm, Sadaqt, du hast recht gesprochen. Umar ibn Khattab sagt, fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Wir haben uns gewundert. Der Mann fragt ihn und am Ende sagt er ihm was? Du hast recht gesprochen. Wie ein Lehrer, der zu seinem Schüler sagt, ach, richtig. Normalerweise, wenn er fragt, dann muss er als Schüler bleiben. Er sagt ihm, ja, stimmt, hast du recht. Oder du hast recht gesprochen. Dann sagt er ihm, dann berichte mir über den Glauben. Er sagt ihm, Al-Iman, dass du an Allah glaubst, an seine Gesandten, an seine Bücher, an seine Engel, an das Jenseits und an das Schicksal, sei es gut oder schlecht. Er sagt ihm, ah, stimmt. Dann haben wir uns wieder gewundert. Dann sagt er ihm, dann was ist Al-Ihsan? Al-Ihsan, eine höhere Stufe als Iman. Er sagt ihm, Al-Ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah, fahuwa yarak. Dass du Allah dienst, als würdest du ihn sehen. So stark. Stell mal vor, du hast Allah vor dir und du siehst ihn. Wie wirst du in deinem Dienst sein? Welche Demut, welche Unterwerfung. So, das ist die richtige Ihsan, hohe Stufe. Er sagt, was ist Ihsan? Dass du Allah dienst, als würdest du ihn sehen, vor dir sehen. Und wenn du ihn nicht siehst, er sieht dich ja. Dann sagt er ihm, und dann, ja, stimmt. Dann da waren die Fragen, und am Ende, aber innerhalb des Gespräches war ein Zeichen
dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon wusste, wer da ist, aber die Sahaba wussten nicht. Er sagt ihm, wann ist die Stunde? Wann ist Ende der Zeit? Weiß Muhammad darüber Bescheid? Nein, keiner weiß darüber Bescheid. Auch die Propheten wissen nicht. Was sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam über diese Frage? Er sagt ihm, mal mas'ul anha a'lama min as-sa'il. Der Gefragte weiß es nicht besser als der Frage.